Hi, vor ein paar Monaten habe ich euch ein Video gezeigt, Pimp My Gas Grill. Da habe ich meinen Grill mit neuen Grillrosten und einem Warmhalterost versorgt. Heute kümmern wir uns um die Sizzle Zone, denn auch da ist eine ganze Menge möglich. Und was es da alles gibt, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Sizzle Zone von meinem Napoleon Rogue Grill. Das ist der Rogue 525, der hat die große Sizzle Zone. Es gibt auch welche mit einer etwas kleineren. Wer die Sizzle Zone nicht kennt, das ist ein Infrarotbrenner, der hier verbaut worden ist. Den seht ihr hier unten drin, das ist das helle. Der wird sehr, sehr, sehr heiß. Deswegen gibt es auch zwei Möglichkeiten, die Höhe von diesem Grillrost hier einzustellen. Die höhere Variante ist dafür gedacht, wenn man Fleisch grillen möchte. Die untere Variante, wenn ihr den als Seitenkocher verwenden wollt. Wie gesagt, die Hitze ist wirklich immens. Und wir haben hier einen Gussrost. Ein Gussrost ist immer ein Pro und ein Contra. Ganz einfach deswegen, ihr seht es hier schon, man hat so einzelne Rostpunkte, die da sich schnell bilden, auch wenn ihr den regelmäßig verwendet. Dafür speichert so ein Gussrost aber natürlich sehr gut die Energie. Hat wiederum den Nachteil, wenn ihr die Sizzle Zone 10 Minuten angehabt habt und legt dann ein Fleisch drauf, ist der Rost meistens so heiß, dass sich das Fleisch instant verbrennt. Jetzt wollen wir das Ganze also dementsprechend ein wenig pimpen und da hat mir grillrost.com ein paar Sachen zugeschickt. Wir fangen mal mit dem Grillrost an. Da haben wir nämlich jetzt, so wie es bei den Prestige-Modellen, also bei den hochpreisigen Napoleon-Grills gibt, das Ganze eben als Edelstahl-Variante. Da haben wir dementsprechend dann nicht das Problem mit dem Rost. Die Materialstärke ist schon recht gewaltig, also auch da wird natürlich eine Menge an Energie gespeichert. Letzten Endes geht es aber um die Strahlungshitze, die die Sizzle Zone liefert. Und die arbeitet ja mit Infrarotstrahlung und das ist das, was euer Fleisch letzten Endes bräunt. Also wir haben dann also jetzt hier diesen Grillrost aus Edelstahl und ich habe es in dem einen oder anderen Video mal fallen lassen. Ich habe mich immer darüber geärgert, wenn es draußen sehr windig war, dass die Sizzle Zone sehr windanfällig ist. Und da gibt es jetzt schon seit längerem, also das ist jetzt nicht gerade erst seit gestern und keine Neuheit, von grillrost.com diesen Windabweiser. Den gibt es schon ein bisschen länger, ich habe ihn jetzt erst bekommen und so schaut das Ganze aus und das Teil ist wirklich massiv. Also als das Paket kam, zusammen mit dem Grillrost, das hat tatsächlich ordentlich Gewicht, das ist eine ordentliche Materialstärke und ihr seht, es umschließt sozusagen die Sizzle Zone komplett, dass also seitlich jetzt kein Wind mehr an den Brenner kommen kann. Natürlich kann man nach wie vor diese Sachen hier verstellen. Was natürlich ganz klar ist und auch völlig offensichtlich ist, eure große gusseiserne Pfanne kriegt ihr in dem Moment so nicht mehr auf die Sizzle Zone drauf. Das muss man ganz klar sagen. Sache ist aber halt auch die, wenn die Pfanne da drauf steht, habt ihr meistens auch keine Probleme mit dem Wind. Es geht ja dann darum, wenn ihr Steaks angrillen wollt. Das wäre dann also hier diese Variante. Wir haben also unseren Edelstahl-Grillrost mit der Ummantelung bzw. dem Windschutz auch eben aus Edelstahl. Und ihr seht oben hier in dem Windschutz, da sind so Löcher drin. Die sind natürlich nicht zum Spaßer, sondern die sind für die ebenfalls verfügbaren Spieße gedacht bzw. Schwerter. Die kann man hier oben dann nämlich einfach einhängen. Und ich habe noch ein bisschen Rinderfilet da, die werden wir gleich noch bestecken, dass ich euch das auch mal in Aktion zeigen kann. Zumindest kommen die also hier rein, können dann also von Hand hier gedreht werden, dass ihr also auf der Sizzle Zone obendrauf einen super geilen Spießgrill habt, eben mit der Infrarothitze, die da von unten kommt. Und gleichzeitig könnt ihr aber nach wie vor auf der Sizzle Zone selber irgendwie ein Steak oder dergleichen machen. Das ist also ganz praktisch. So, dann lasst uns mal ein paar schnelle Rinderfiletspieße stecken. Ich habe also hier den Filetkopf von einem Rinderfilet. Aus der Spitze und aus dem Chateaubriand habe ich schon etwas gemacht. Die Videos dazu habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Dann haben wir hier ein wenig wunderbaren Bacon, eine Zwiebel und eine gelbe Paprika sowie etwas von meinem mediterranen Gewürz und eben dann hier die Spieße. Ich beginne jetzt damit, dass wir das Fleisch erstmal in Würfel schneiden. Das sieht wunderbar aus. Also schneiden wir da jetzt also schöne Stücke draus, die wir dann auf die Spieße stecken können. Dann habe ich hier meine mediterrane Gewürzmischung. Davon gebe ich jetzt ein klein wenig etwas übers Fleisch. Das war es einfach schon mal so ein bisschen ankneten, dass das dann so ein klein wenig schon mal einziehen kann. Dazu kommt ein Schlückchen Olivenöl, denn Rinderfilet ist sehr, sehr mager. Und darüber bringen wir jetzt also noch ein bisschen Fett damit dran. Jetzt wird das Ganze also ordentlich durchgemischt. Das lassen wir einfach jetzt eine Zeit lang so liegen, dass das schön anziehen kann. Dann habe ich hier eine gelbe Paprika. Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt, aber die hier passt ganz gut. Die wird jetzt einfach gerade geschält. So, und die Paprika schneiden wir dann in solche Stücke, die wir dann auf den Spieß auch stecken können. Und zu guter Letzt habe ich hier eine Gemüsezwiebel, da brauchen wir auch ein klein wenig von.
So, und wichtig sind hier uns die äußeren Schalen oder Schichten vielmehr, die Schichten der Zwiebel. Das ist das, was auf dem Spieß immer so richtig gut kommt. So, dann beginne ich jetzt die Spieße zu stecken. Und zwar geht es mir da um Folgendes. Ich habe ja hier den Bacon und den möchte ich quasi so ein bisschen da aufflechten. Das heißt also, ich stecke den Bacon hier drauf. Dann kommt eine Scheibe von dem Fleisch. Und dann gehe ich dann quasi rum, stecke ihn hier ein und kann jetzt hier dann weitermachen. Paprika, hier eine Scheibe Fleisch, dann den Bacon drum herum schlagen. Das war das so richtig darin einwickeln. Aber ich merke schon, wir werden nur zwei Spieße stecken können, weil mir dann irgendwann das Fleisch ausgehen wird. Ja, das sind jetzt zwei richtig amtliche Spieße geworden. Tatsächlich hätte ich gedacht, es wäre mehr Fleisch, deswegen den brauchen wir gar nicht. Aber gut, dann machen wir die Sizzle Sommer an und werden ein paar Spieße grillen. So, Sizzle Sommer ist an, dann hängen wir die Spieße rein. Und grillen Sie mit der Infrarothitze der Sizzle Zone. So, knappe 5 Minuten später, oh ja, sind unsere Spieße im Werden. Ich denke mal, so eine gute Viertelstunde muss man dafür schon einkalkulieren. Aber ihr könnt sehen, die Sizzle Zone macht auch in dieser Höhe ordentlich Hitze. Also die Hand oben drüber halten geht tatsächlich nur sehr kurz. Und deswegen ja, sieht es auch so aus, wie es der Bacon hat schon richtig schön Farbe gekriegt. Und auch die Paprika und die Zwiebeln garen wunderbar. Das wird eine leckere Sache. Eine knappe Viertelstunde später sind die Filetspieße fertig und sie sehen absolut fantastisch aus. Die nehmen wir jetzt runter und dann wird probiert. So, hier sind meine Filetspieße. Und ja, ich weiß, so Spieße sind ja eigentlich nicht die Hauptaufgabe einer Sizzle Zone. Ich wollte euch aber nur zeigen, dass das auf jeden Fall damit auch funktioniert. So, nehmen wir die Sachen mal runter. Dass eben so eine Sizzle Zone viel mehr ist als einfach nur ein Seitenkochfeld und eben zum Steaks anbraten. Denn das geht natürlich auf dem Edelstahlrost selbstverständlich. Und jetzt schneiden wir es einmal durch hier. Schaut euch das mal an. Das sieht absolut fantastisch aus. Ein bisschen gegrilltes Gemüse mit dazu. Perfekt. Soweit also mein Pimp My Gas Grill bzw. das heutige Pimp My Sizzle Zone Video. In meinen Augen macht der Austausch der Sachen wirklich Sinn, denn bei den höherpreisigen Napoleon Grills ist der Gussrost zum Beispiel schon gegen einen Edelstahlrost getauscht. Und dieser Windfang drumherum, das ist ja etwas, was ich schon seit längerem gesagt habe, mich stört es massiv, wenn der Wind seitlich in die Sizzle Zone reingeht. Ihr verliert da einfach eine Menge Hitze. Das ist damit weitestgehend eingedämmt. Und dann diese Spießgeschichte obendrauf, das ist einfach eine sinnvolle Erweiterung. Ihr habt gesehen, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Spieße brauchten ungefähr eine Viertelstunde. Das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vor einiger Zeit hatte ich ja das Pimp My Gas Grill Video gemacht und sehr, sehr viele Leute haben unter das Video runtergeschrieben, dass sie entweder schon mal sich so einen Grillrost gekauft haben oder diesen Warmhalterost und die genauso zufrieden sind wie ich. Und ich kann das einfach jetzt auch nach längerer Zeit, wo ich die Sachen im Gebrauch hatte, nur noch einmal unterschreiben. Das ist Materialstärke pur. Also grillrost.com spart da in keinster Weise irgendwo am Material. Das ist einfach massiv, kann super gut Hitze speichern und entsprechend vernünftig ist das Grillergebnis. Also das sage ich wirklich nochmal ans Herz gelegt. Ansonsten schaut euch auch gerne das Pimp My Gas Grill Video nochmal an. Das ist wirklich, wirklich, sein Geld wert, möchte ich sagen. Den Link zu den Sachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, habt ihr da unten auf kostenfreier Ehrengrillerbasis die Möglichkeit, das sehr gerne zu ändern. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der folgt Barbecue aus Rheinhessen gerne bei Instagram. Da gibt es immer kleine Fotos, kurze Videos vom Dreh. Seid einfach ein bisschen näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell ganz viel Spaß beim Nachkaufen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.